In diesem Video präsentiere ich dir drei KI-Aktien, die ich nicht nur für aussichtsreich halte, sondern die ich auch im eigenen Depot habe. Ich bin mit allen drei Aktien in Summe mit knapp 200.000 Euro drin, also investiert. Warum ich die Aktien für aussichtsreich halte, wie viel Renditepotenzial aus meiner Sicht dann noch winkt, erfährst du in diesem Video. An der Stelle ganz wichtig: keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien und an KI werdet ihr auch noch sehen oder wisst ihr vielleicht auch schon, da kommt man als Aktionär nicht dran vorbei, weil KI-Aktien bzw. KI-Profiteure sind sehr viel mehr Unternehmen als nur die üblichen Verdächtigen, Nvidia und Co. Auch das wirst du jetzt hier noch sehen. Da werde ich auch einen schönen Link präsentieren zu einer wunderschönen Analyse über KI-Aktien inklusive Tabelle mit aussichtsreichen KI-Aktien und Renditepotenzial. So, jetzt geht's aber los. Adobe wäre die Aktie Nummer 1. Adobe halte ich für einen KI-Profiteur. Und zwar der Phase 3. Was Phase 3? Jetzt zeige ich dir gleich mal, worum es da geht. Hier sind die unterschiedlichen Phasen. Das ist aus unserem Premium-Content, aber das ist kostenlos für dich. Link unten in der Videobeschreibung. Hier KI-Aktien, Top-Picks mit Potenzial. Und KI-Profiteure, KI-Aktien sind einmal die Halbleiterhersteller, da siehst du sie. Und dann sind das die Software-Infrastruktur. Stellen, das sind vor allem die großen Cloud-Anbieter dabei und dann diejenigen, deren eigentliches Geschäftsmodell durch KI direkt dann verbessert werden kann. Und da wäre zum Beispiel Adobe mit dabei. Zurück in den Aktienfinder. Hier siehst du schön das langfristige Wachstum von Gewinn und Cashflows und hier siehst du die einzelnen Segmente von Adobe. Das größte Segment ist das Digital Media Segment. Da ist beispielsweise Photoshop, Illustrator und so weiter dabei. Und durch die Generative AI, die da hilft, mithilfe künstlicher Intelligenz eben Bilder zu generieren, aber vor allem auch zu verbessern. Und das verbessert dann eben die Produkte von Adobe. Wir haben auch ein zweites Segment hier drin, das wäre das hier in Blau, das heißt Digital Experience und das ist Customer Relationship Management und hier kann dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können dann bessere Auswertungen und Prognosen von Kundenverhalten gefahren werden. Zudem wieder zurück in dieses Segment hier, da haben wir auch noch die Document Cloud und auch deren Prozesse können verbessert werden durch KI. Algorithmen. Das wäre dann eben das eigentliche Arbeiten. Das wäre nicht der Output Generative AI, der besser wird, sondern das wäre dann das so eine Art prozessuelle, wenn man so möchte, verarbeitende KI, die Arbeit effizienter von der Hand gehen lässt. Also an mehreren Stellen hier wird KI verwendet schon, um die Arbeitsergebnisse entweder zu verbessern oder effizienter zu gestalten. Und ich bin in Adobe investiert. Ich habe hier die Aktie gekauft. Hier sieht er auf ein Jahr, da ist die Performance eher mau. Aber wenn man mal langfristig guckt, dann seht ihr hier, dass Adobe eine wunderbare Aktie ist, noch sehr, sehr gut performt hat. Gehen wir zurück auf Year to Date. Ich habe die Aktie mir ins Depot gelegt am 29.04. Das war der erste Kauf. Das wäre hier, wo der rote Punkt ist. Und dann nochmal hier beim Rücksetzer, beim Flash Crash sozusagen am 5. August. Da habe ich mir dann nochmal die nächste Tranche hier ins Depot gelegt. Ich würde sowieso oft, gerade bei höher bewerteten Aktien wie KI-Aktien, empfehlen, in Tranchen zu kaufen und nicht alles auf einmal zu investieren. Jetzt gehen wir zum Renditepotenzial von Adobe. Gucken wir uns erstmal die Multiples an, um ein Gefühl zu kriegen. Wir nehmen hier den bereinigten Gewinn und du siehst hier, das durchschnittliche KGV auf die letzten 10 Jahre liegt bei 35. Da haben wir Phasen hier von Übertreibung, hier dann von Untertreibung drin. Momentan liegt es etwas günstiger als im 10-Jahres-Mittel und du siehst, dank prognostiziert steigender Gewinne soll dann das KGV auch immer weiter sinken. Ende 2027 soll es dann da sein, wo es schon mal vor kurzem war, noch leicht höher. Du siehst, das waren hier die Zweifel, ob Adobe ein KI-Profiteur wird, sein wird oder eher KI eine Bedrohung ist. Und dann siehst du, dass der Markt seine Meinung mittlerweile wieder geändert hat. Wenn wir jetzt in die Bewertung reingehen hier,
fairer Wert. Und ich sagte, ich nehme den bereinigten Gewinn, lege den erstmal so drüber, wie er out of the box kommt. Dann wäre das hier berechnet mit einem 36er KGV, da wäre die Aktie also deutlich unterbewertet und hätte hier Renditepotenzial von knapp 20% jährlich, 19%. Wir haben hier Wachstumsraten beim Gewinn prognostiziert von so zwischen 13% und 15%. Und ich halte die 36 aber für zu hoch. Ich würde es auf 28 nach unten korrigieren, also schon sehr, sehr deutlich. 7 Punkte nach unten korrigiert, machen wir 28. Und hier siehst du jetzt hier, dass der faire Wert auch deutlich nach unten gegangen ist. Wenn wir jetzt mal schauen, was wir noch für eine Renditeerwartung haben, bis hier, hier gibt es nur noch einen Analysten, der das schätzt, dann wäre das hier 6,6% jährlich bis zum November 2026, krummes Geschäftsjahr. Und da würde ich dann schon eher sagen, man sollte sich hier auf die Lauer legen und Kauflimit setzen, zum Beispiel hier bei 506 Dollar. Und dann hätte man hier eine Renditeerwartung von 13%, könnte man auch sogar ein bisschen höher gehen. Also bei 530 Dollar hätten wir 10%, da könnte man zum Beispiel schon mal einsteigen. Könnte man da hier ein Kauflimit setzen, zum Beispiel hier bei 530 US-Dollar. Ich werde das dann nachher wieder löschen, weil ich bin hier bereits in Adobe investiert. Und mit 38.000 Euro, falls ich es noch nicht erwähnt habe, und es langt mir fürs erste Mal. Also aussichtsreiche Aktie, aber jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt die erste Tranche jetzt schon kaufen, sondern ich werde auf den Rücksetzer warten. Die Aktie Nummer 2, die heißt Microsoft. Microsoft ist meine größte Position tatsächlich. Auch hier sieht man wunderbar steigende Gewinne, Cashflows, auch steigende Dividenden. Bezüglich der Dividende, die liegt momentan bei lediglich hier 0,7%, aber das Dividendenwachstum hier ist zweistellig, das ist relativ konstant, liegt es irgendwo zwischen 11% und 13% Dividendenwachstum im Jahr. Und ich habe die Aktie gekauft, bevor Microsoft eine KI-Aktie wurde. Das heißt, wenn man wieder logarithmisch, als es noch überhaupt kein Thema gewesen ist. Und zwar hier, können wir mal gucken, wann es war. Am 24. August 2015. Also hier irgendwo. 24. August, also hier irgendwo habe ich die gekauft, da unten. Und die ist mittlerweile bei mir im Depot ein 10-Bagger. Also ich habe 900% plus, also bei mir im Depot ist ein 10-Bagger. Und die persönliche Dividendenrendite, so komme ich drauf, habe ich nochmal nachgeguckt, die liegt bei mir bei 7,2%. Also 7,2% kriege ich momentan pro Jahr an Dividende auf das damals eingesetzte Kapital. Damals ist schon so lange her, da gab es noch nicht mal den Aktienfinder. Trotzdem einen Treffer gelandet und einfach die Aktie immer behalten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Steve Ballmer als CEO, der hat am Anfang Februar 2014 seinen Hut genommen und dann kam der neue und haben wir schon gesehen, der krempelt Microsoft um und dann bin ich da auch eingestiegen. Und mittlerweile ist Microsoft ja ein KI-Profiteur, wenn wir in die Segmente gehen. Da sehen wir auch eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar seht ihr, dass die Cloud-Sparte, das ist das Grüne hier, die Intelligent Cloud immer stärker wächst. Die macht mittlerweile 43% vom Umsatz aus, von insgesamt Microsoft. Und das wird wahrscheinlich weiter überproportional stark wachsen, irgendwann über die Hälfte des Umsatzes von Microsoft ausmachen. Das heißt, Microsoft wird im Prinzip auch immer stärker wachsen, nicht weniger stark. Und hier ist das, das Hyperscaler-Geschäft, das ist das Cloud Computing. Aber hier ein originäres Geschäft, was von der künstlichen Intelligenz profitiert. Und wenn ich jetzt nochmal hier da reingehe, da haben wir ja Microsoft Phase 2, weil die bieten ja jetzt die Infrastruktur an für die ganzen Unternehmen, die hier in Phase 3 dann quasi ihre Geschäftsprozesse mit KI verbessern wollen. Wir haben also die Cloud und ein
also Microsoft als KI-Profiteur durch die Cloud und ein Drittel des Umsatzes hier soll laut Microsoft auch Cloud-getrieben sein. Und wir haben dann hier in dem Segment Productivity in Business Processes, wo viel Software drin ist, beispielsweise Office, aber auch viel Programmiersoftware, Programmierumgebungen. Auch da haben wir eine Verbesserung der Produktivität, so wie wir es bei Adobe gesehen haben in der Document Cloud. Also auch hier profitiert Microsoft davon. Und dann haben wir da oben nochmal das Segment More Personal Computing, wo beispielsweise Computerspiele drin sind. Und auch die Computerspiele werden verbessert durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und diesen neuen Player Character beispielsweise und andere Dinge. Also wir haben hier in allen Segmenten quasi eine Verbesserung durch den Einsatz von KI und in erster Linie natürlich hier in der Intelligent Cloud, die aber, wie ich hier gezeigt habe, am schnellsten wächst von Microsoft. Wir haben natürlich auch direkte Umsätze bei Microsoft durch AI. Wir sind auch Abonnenten von OpenAI bzw. ChatGPT und das fließt auch direkt an Microsoft, denn die haben das ja gekauft. Und dann investiert Microsoft auch noch in AI-Startups. Also ihr seht, Microsoft ist ein vielfacher Profiteur von der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir uns mal die Multiples uns angucken, dann seht ihr hier eindrucksvoll, wie über die Jahre die Microsoft-Aktie immer teurer wurde. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass das Wachstum bei Microsoft wirklich sehr beeindruckend ist. Wir haben jetzt hier ein Wachstum beim bereinigten Gewinn von um die 15% pro Jahr und das würde ich sagen, also relativ stabil. Und ihr seht hier, es sollte sich dann sogar noch hier leicht beschleunigen nach hinten raus. Da wäre es sogar dann über 15%. Wenn ich jetzt versuchen sollte, die Aktie zu bewerten, dann würde ich hier, wir haben einen 10-Jahres-Schnitt von 24 nur, das wäre also deutlich günstiger als Adobe, aber im 10-Jahres-Schnitt, da haben wir noch. Also ihr seht hier, dass der 10-Jahres-Schnitt nicht repräsentativ ist, weil hier, da war die Aktie teilweise, hatte sie ein 14er KGV und ich glaube nicht, dass jemand auf absehbare Zeit denkt, dass Microsoft wieder so günstig werden wird, weil es sich einfach gezeigt hat, dass wir hier ein sehr gut geführtes Unternehmen haben und wie gesagt, sie profitieren jetzt auch noch von der Cloud. Das heißt, da muss man dann das KGV deutlich nach oben treiben. Momentan liegt es ja bei um die 35 und ich würde das jetzt nach oben treiben auf 32, das heißt etwas unter dem aktuellen KGV halte ich für gerechtfertigt. Bei Adobe hatten wir 28 gehabt, hier jetzt 32, haben wir ein höheres Wachstum und wir haben auch meines Erachtens ein Quäntchen mehr Sicherheit durch dieses Cloud-Geschäft, weil eben Microsoft noch mehr profitiert als Adobe von der künstlichen Intelligenz und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 14% jährlich bereits, das ungefähr dem Wachstum auch entspricht. Und das halte ich also jetzt schon für ziemlich interessant. Wir haben ja auch hier eine Korrektur der Aktie, die ist ja jetzt nicht auf Allzeithoch, sondern wenn wir hier to date mal machen, dann siehst du, dass die Aktie vom Allzeithoch, das lag bei knapp 470 Dollar, hier trotz des jüngsten Anstiegs wieder gefallen ist. Liegt also knapp 11% unter Allzeithoch die Microsoft-Aktie. Also hier könnte ich mir vorstellen, falls man die noch nicht im Depot hat, dass man da mit der ersten Tranche einsteigen könnte. Und ich habe die im Privatdepot, das habe ich schon gesagt, was ich hier gekauft habe, waren 300 Stück und sind momentan 111.000 Euro wert. Ich habe die auch im Starter-Depot, gemeinsam mit vielen von euch sicherlich, hier ist das Starter-Depot, und da ist sie eine der 20 Aktien, schon 46.000 Euro wert, ein Echtgelddepot. Und wenn man hier alle Positionen anschaut, nach G&V sortiert, dann hätten wir hier Microsoft immerhin 3.100 Euro schon angespart über Aktiensparpläne. Könnt ihr euch kostenlos angucken, das Starter-Depot. So, und ich habe die Aktie übrigens auch noch mal gekauft ins Firmendepot, auch am 5.8., für 389 Dollar habe ich aufgeschrieben, 40 Stück sind 15.000 Euro wert. So, jetzt habe ich aber noch eine Aktie für euch und das ist der übliche Verdächtige aus Phase 1. Das wäre dann tatsächlich Nvidia.
Nvidia habe ich lange, lange Zeit an der Seitenlinie gestanden und mir das ganze Steigen angeschaut. Im Nachhinein natürlich doof. Andere Aktien, die ich investiert habe, die gut gelaufen sind, aber Nvidia habe ich ganz offensichtlich verpasst. Und ich bin dann aber doch irgendwann eingestiegen, zum ersten Mal am 15.07., also hier. Hier bin ich eingestiegen. Dann habe ich also alles übers Firmendepot. Dann habe ich nochmal am 30.07. nachgekauft. Das war hier, am 30.07. hier unten. Und dann nochmal am 5.08. Also das war hier. Hier könnt ihr das sehen, habe ich dreimal gekauft. Also ich habe hier diese Einstieg mit Tranchen auch beherzigt und bin insgesamt mit 21.000 Euro drin. Also quasi die kleinste aller Positionen. Und Nvidia hat jetzt auch Zahlen geliefert. Die sind auch sehr gut ausgefallen, meines Erachtens. Man sieht hier eindrucksvoll die lange Phase, wo Nvidia schon profitabel war, aber jetzt keine Gewinnmaschine war. Und jetzt hier sieht man, wie stark das Ganze hier angezogen ist. Und die Umsatzschätzungen oder die Schätzung von Umsatz und Gewinn, die sind übertroffen worden. Wir haben ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal von über 100%. Und wir werden jetzt einen neuen Upgrade-Zyklus bekommen. Da steht dann auch vor der Tür. In Q4 wird dann mit Blackwell, neuer Chip-Generation, das Rennen weitergehen. Um KI werden dann die Cloud-Anbieter, die Großen, wieder massiv weiter investieren, die nächste Generation eben der Rechenchips unter die Nase vorne zu haben. Allein Microsoft, die wir gerade gehabt haben, hat im letzten Quartal 19 Milliarden US-Dollar für Cloud-Infrastruktur ausgegeben. Im Vorquartal waren es noch 14 Milliarden gewesen, dann in den letzten 19 Milliarden. Und laut Microsoft-Management sollen die Ausgaben weiter steigen. Da sieht man, wie da massiv investiert wird. Und ja, der Profiteur Nummer 1 heißt Nvidia, weil er einfach technologischen Vorsprung hat. Und wenn wir uns dann die Multiples angucken, dann mag das vielleicht ein bisschen überraschen. Also ihr seht, dass eigentlich ist Nvidia gar nicht so viel teurer geworden, wenn man die Multiples mal anguckt, wie man ja, hätte erwarten können oder wie es auch bei Microsoft der Fall ist. Da hat man hier so eine Linie durchziehen können. Das klappt bei Nvidia nicht so wirklich. Hier seht ihr, wie massiv das KGV mal gefallen ist von hier 60 auf unter 20 hier, weil der Gewinn so massiv gestiegen ist. Das war hier von da nach da. Ne? Da hat sich der Gewinn ungefähr versechsfacht. Das KGV ist dann entsprechend ja, richtig drastisch gesunken. Sowas haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben momentan ein KGV hier von um die 50, von 53. Und hier seht ihr, wir sind aber wieder weiter sinken soll. Das sollte dann bei 25 liegen, Anfang 2027 dann weiter steigender Gewinn. Da gehen wir mal hier in die Berechnung des fairen Werts rein. Hier ist es egal, ob wir den bilanzierten und den bereinigten Gewinn nehmen. Ich nehme mal den bilanzierten Gewinn, so also out of the box, und dann sieht das Ganze so aus. Und das wird jetzt hier berechnet auf dem Schnitt von 34. Von 34. Microsoft hatten wir mit einem 32er KGV bewertet und wir hätten jetzt hier bei Nvidia ein leicht höheres KGV, also in Anführungszeichen nur leicht höheres KGV von 34. Aktuelle KGV ist 54, was erstmal auf eine massive Überbewertung hindeutet, aber wenn ihr hier das Gewinnwachstum einfach mal seht, was wir hier prognostiziert haben, auch von über 100%. Hier seht ihr auch beim Umsatzgewinnwachstum 106% und das passt ja soweit auch mit dem, das laufende Geschäftsjahr, mit dem, was jetzt im letzten Quartal rauskommt und mit den Schätzungen des Managements fürs laufende Quartal auch. Und dann seht ihr, dass wir zwar hier ein rücklassendes Gewinnwachstum haben, aber hier die KGV von 34 ist ja jetzt nicht außerhalb der Welt. Und wenn wir das jetzt einfach nur weiterhin anwenden und dann diese erstmal enorm stark steigenden Gewinne haben, dann sieht man, dass sie den fairen Wert so weit nach oben drücken, dass, obwohl wir momentan eher noch ein Rückschlagspotenzial haben, dann von um die 15%, was jetzt auch gar nicht mal so dramatisch ist für eine Aktie von Nvidia, wir dann bis zu Anfang 2027 ein schönes Renditepotenzial haben von über 40% immer noch und aufs Jahr eine Renditeerwartung dann von 16% über 2,5 Jahre. Das heißt, die Nvidia-Aktie ist
nach wie vor so bewertet, dass man mal theoretisch einsteigen könnte, hier auch in der ersten Tranche. Ist natürlich ein hochgradig nervöses Ding. Das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen. Nach den Quartalszahlen ging es erstmal um 8% nach unten, hat die Aktie wieder korrigiert. Jetzt scheint sie sich wieder zu fangen. Muss man ein bisschen Nerven haben, aber es ist nicht so, aus meiner Sicht jedenfalls, dass die Aktie völlig losgelöst von der Realität hier viel zu hoch bewertet sei. Im Gegenteil, halte ich die Nvidia-Aktie weiterhin für ein aussichtsreiches Investment und deshalb habe ich mich jetzt auch, auch wenn es relativ spät ist, zum Einstieg entschlossen. So, das waren die drei Aktien, die ich jetzt in meinen Depots hier habe. Habe natürlich noch andere AI-Profiteure, könnt ihr euch selbstverständlich vorstellen. Amazon beispielsweise habe ich auch und noch diverse andere. Broadcom haben wir auch noch im Starterdepot etc. pp. Jetzt kannst du mal runterschreiben, welche KI-Profiteure du im Depot hast und welche KI-Aktie du für besonders aussichtsreich hältst. Gut. Das war unser kleines KI-Special auf YouTube. Jetzt geht es bei dir gerne weiter mit KI nochmal hier bei dem Artikel. Und wir haben ja hier dann auch die schöne Tabelle irgendwo mit KI-Profiteuren. Wo haben wir es? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier. Eine wunderschöne Tabelle. Das Renditepotenzial solltest du dann am besten selbst bestimmen, weil der Artikel ist zwar noch relativ frisch, aber das verändert sich natürlich jeden Tag. Der Artikel ist von Ende März diesen Jahres. So, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.